Hallo, liebe Leute, zurück zu LS22 Friends. Mit dabei die Nancy, der Matthias, der Dieter, Hallo alle. der Günni, der Olaf und euer Johannes. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob es den beiden Ja. wieder gut geht, ja? Ja, So, ich gehe mal zu Olaf, Jule. das war wieder Jule, so klar. alles So, gut. ist Geht's wieder dir? besser, ja? Ja, ist wieder besser. Ja, geht Ja? so Oh, weit. Gott sei Dank. Uiuiui. Na, Ja, zwischendurch Gott sei kommt's Dank, wie noch, denn da aber. genommen, ey? Ganz Nur ehrlich. Kopfschmerztabletten. Ja. Eben. Jule, wo achtet ihr die da bitte her? Von dem Tierarzt oder was? Ich war bei einem Arzt, aber ob das einer für Menschen war, weiß ich nicht. Ich glaube, das war ein Tierarzt und irgendwie hat das komische Nebenwirkungen gekriegt. Und jedenfalls bin ich dann nur im Schafstall wieder aufgewacht. Auf der Seite war ich, auf der Seite war Olaf und irgendwie dann kam Gemäritis. Genau. Ich wusste es, du hast den Braucode ver Wir waren ja nicht im selben Schafstall. Ich habe doch drei Ja, hätte ich Schafstelle. jetzt auch gesagt. Richtig dich ruhig raus da. Jetzt ist aber Wir gut. sehen uns noch, mein Freund. So, Johannes. stimmt denn nicht mit dir, Johann? Sag mal, hast du abgenommen? Was meinst du? Wie Schleimen ist schmecken denn nicht, ne? Ich kann Gut, dir auch mal. jetzt aber, alles klar. So, Johannes, ich würde sagen, wir fahren runter zum Händler. Da Ja. steht noch was für uns. Und, ja, keine Ahnung, jetzt auch noch mal runter wollt, oder seid ihr jetzt weit hier durch? Hat Ich zwar glaube, angesteckt das hier, ist Günni? anstrengend. Weiß ich nicht. Nee, da würde ich sagen, wir düsen ab runter zum Händler und dann. Also Jo. ich muss noch das Feld fertig machen, aber zum Händler wollte ich danach auch noch. Also wir können uns da ja treffen, wenn er Bock hat. Ja, wir gucken mal, Machen gell? wir. Alles klar, bis dann. Jo, bis dann. Okidokidi. Tschüss. Dankeschön. Dann machen wir hier mal weiter, ne? Ich unterstütze dich mit. So. Was sagen wir, warum fährt das Auto von alleine? Oder würde ich sagen, springen wir mal hoch, ne? Und gucken mal beim Händler. So, ja, ey. Puh, aua. Hat aber jetzt wehgetan, du. Ja, mir auch. Ja, aber, ey, ich frag mich immer noch, was das mit Tabletten macht. Ja, also da frage ich mich auch. Also, meine Güte, Gott sei Dank hatte ich die richtigen Tabletten mit dabei gehabt, Ja, ey. und sei froh. Boah. Siehst du, er war in dem Schafstall, sie war in dem Schafstall, also alles ist doch Ja, gut, das die. glaube ich nicht so. Das glaube ich nicht so. Naja. Wir sind jetzt mal runter, gucken, ob er ob er die Bestellung aufgenommen hat oder ob Matthias da schon irgendwie schon da ist. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war aber Drift, du. Ja, Die ne? Drohne hat aber guten Drift aufgenommen. Irgendwie fährt das Auto voll alleine, ich sehe. Es sitzt keiner neben mir, das macht mich Angst. Ist bei mir genauso. Aber irgendwie Ja. fahre ich in die Kirche ums Dorf, ne? Oder? Ja, egal, ne? Wir Naja. kommen. Was? Was? Wir müssen aber noch mit Olaf eh noch. Ja, da stecken die in Tausender zu und dann. Ja, nee, das sind Kartoffeln. Wir brauchen Kartoffeln. Ja, will ich hin. Was? Naja, wer weiß, vielleicht koffert ihr auch. Müssen wir da mit dem noch mal quatschen. Ach du, da kommt was. In der Gelände bin ich. Wow. Ja, ist egal, ist eh unseres. Passt schon. Offroad. Fahren wir gerade hier und mal vorbei. Genau. Das ist ja jetzt schon unsere, ne? Naja, das ist unsere. Das Feld habe ich uns noch erworben. Nebendran. Und ja. Was das? Das müssen wir halt auch noch umflügen, ne? Also reicht, wenn man da krummer, da ist er jetzt gerade.
Wo willst du denn hin? Ups. So, du bist total. Jule total vernarrt. Ja. Ach nee, guck mal, wer da hinter uns fährt. Ach nee. Da kommt er. Juhu. Ja, dann park mal. Haben wir eigentlich noch unseren Kerscher? Ah ja, stimmt, dann die Waschplatte, ne? Ich weiß, was ich gleich zu tun habe. Hoi, ja. So dreckig durch das Feld, ja. Richtig. Ja gut, dann wenn wir gucken, dann schauen wir mal, ne? Palim, palim. Hallo. Hi. Ja, ja. Ja, wo bist du denn? Wir sind hier vorne, wo bist du denn? Na, ich bin direkt am Eingang, gerade eure Maschine geholt. Also. Da kommt er. Ja, okay. Könnte gleich jeder da. Ich glaube, dein Chef ist gerade zu uns. Moin, hallo? Ja, 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 ja. Da hat die, hat die jetzt gerade wohl gerade geholt. Das können wir mal gucken. Holla, die Waldfee. Oh ne, lass mich mal rein da. What? Ja. Ist mal ein Gerät, du. Ja, das ist auch der Rübenernter. Ach, den Matthias, Morgen. Grüß dich. Oh je. Hey, Mama. Ist das jetzt der Rübenernter oder was? Ja. Ich dachte, da kommt ein kleineres Ding, aber so ein. Das ist bloß ein mittlerer. Ey, Dieter, warum hast du nur einen Grimme bestellt? Ja, ich dachte mir, dass das die Leute nicht unbedingt noch einen Anhänger hinter sich herziehen wollen. Aber ja, mein Gott, ich bin aber nur drei. Er hat aber dafür einen größeren Tank. Ja, einen größeren Tank, ja. Also recht. Und du brauchst nicht alle extra entsorgen. Genau. Weil ich hatte nämlich den den Opa, den Panda. Oh, Tiger. Naja, gut, ist halt. Ja, so egal, ist. Passt schon. Hauptsache. Ja. Aber schön geräumig. Aber der Panda 2 ist doch kleiner und seine Arbeitsbreite liegt nur bei 3 Metern. Ja, du kannst aber das andere vom anderen Panda, kannst du das dein Ding ranmachen wollen. Du meinst vom Tiger 6S. Ja, siehst du. Du hast ja noch sowas gemacht, da hast du die Legemaschine perfekt. Das ist aber jetzt die große, nicht auch wieder die kleine, oder? Nein, nein, das ist die große. Die kann man hier einmal komplett ausklappen. Ja, das ist die große. Die sind zusammengeklappt. Ich weiß nur nicht, ob ich die hinter meinen Dingen geklemmt kriege, gerade zum Rüberfahren. Ich kann sie dir gerne rüberfahren. Okay. Ja, gut. Ja, natürlich gut. Jetzt noch was anderes, Matthias. Ich weiß nicht, was habt ihr jetzt noch zu tun im Moment? Bei uns ist jetzt aktuell nur noch meine Flächen, also meine 18 Rübenroten. Und der Rest ist bei mir nur noch Kalken und Ansehen. Okay, ja gut, für die Rüben könntest du ja dann, können wir uns den ja dann teilen, würde ich sagen. Oder? Ja, vielleicht dann, ja. Aber was anderes, weil sonst hätte ich gefragt, ob ihr uns das Feld, Moment, das will ich schon nochmal. Die 60 abernten könntet mit unserem Drescher noch, den wir haben. Und danach würde ich ihr den dann halt, ja, raus, dass man halt einfach. Drescher, die 60 dreschen. Genau. Der Drescher steht noch. Wieder, seid? Wie bitte? Hast Zeit zum Dreschen? Ja, ich kann dreschen, alles gut. Dann kannst du mit hoch zu Grüni fahren und dann kannst du deren Drescher nehmen zum Dreschen. Die kannst du ja mitnehmen. Die Kartoffelmaschine dorthin bringen, dann kann ich auch mit dreschen. Da siehst du, dann kannst du gleich das Ding hochbringen.
genau. Aha. Toni, glaube ich, noch, gell? Von wie er hieß. Hallo, genau. Toni. Das ist Toni. Alles Gott zu ihm. Okay, gut. Nee, dann würde ich sagen, kann er hochfahren. Wie sieht das aus, Johannes? Willst du das kleine Ding fahren? Ja. Sägemaschine passt auch so, Chef, ja? Ja. Yeah. Sehr gut. Der Miteigentümer, gut. Da muss ich mitfragen. Ich mach mich schon mal auf den Weg, ne? Bis Günni. Gleich. Günni, frier's nicht. Du musst mitfahren. Der hat mehr als 3 Meter. Ach, stimmt, da war ja was. Warte. Moment. Johannes, warte. Ich muss, was machen. Bis auf die Überbreite. Ja, hab ich gerade auch gemerkt. Oh. Dann kommen die ja gleich hoch. Dann. Okay. So, wie schnell fährst du? 40, glaube ich. 43. Ne? 42. Dann glauben wir mal so. 31. Oh. Alter. Ich dachte, ich bin doch am Einloggen auf 30. Ja, schneller kannst du fahren. Ja? Wir fahren gut. 43. Ach, ja, ich glaube. Ich habe halt eine viel schlimmere Beschleunigung wie ihr. Ja, dann stellen wir jetzt auf 43 ein. Oh. Das passt ja, sieht ja gut aus. Das siehst du, da haben wir auch noch nicht drüber geredet mit. Ne? Was denn? Ja, hier mit dem Hof. Ach so, ja, stimmt. Mit der Stadt mal Quatsch, das eventuell nehmen können. Ja. Wir nutzen das ja momentan als Parkplatz mit dem Bus. Mhm. Gleich nochmal. Vita? Also, <Alter. lacht> Fahr! Blimp! Alles gut. Oh. Also meine Schüsse schon nicht. Ey, was war das denn? Wofür war das jetzt? Nur weil du selbst umgekippt bist. Bin ich denn mal umgekippt? Du hast das Spiel dann keine gefahren. Nein, du hast so beschissen gelenkt, ey. Hab Folgen. Ich hab nichts gesehen. Er hat beschissen. Ja, guck da. Er hat beschissen gelenkt. Du hast viel zu weit ausgeholt und bist dann vorne in Laterne gefahren. Überbreite. Also, das ist sowas, Überbreite, mein Lieber. Man überholt keine Fahrzeuge mit Überbreite. Richtig. Aber die kannst du hier an die Seite stellen. Hm. Jetzt geht aber nicht vom Waschplatz. Oh. Hier kann ja. Johannes, jetzt kannst du ja auf dem Feld, kannst du ja ruhig weiter so selber fahren. Ja. Welches Feld war denn das jetzt überhaupt? Moment. Da unten. 66, ne? Zum Glück ist das oder? Nicht meine Maschine. Eine auch nicht. Nee. 63. Ja, so ungefähr. Ja, 63. Oder hast du die uns jetzt komplett gekauft statt. Nee, ist gemietet. Ja, also da ist. Und der Drescher steht oben. Alle Beschädigungen, die ihr daran verursacht. Ja, haben wir aber noch nicht. Wir haben sie noch nicht gefahren. Also, du hast den Unfall verursacht. Somit ist es weil ich weiß von nichts. Das hast du irgendwie einen Unfall mitbekommen? Ich nicht. Meine Dashcam hat alles aufgenommen. Aha, so eine ist er einfach. Okay. Ey, das Ding hier ist von der Gemeinde.
Natürlich hat das Ding einen Dashcam. Was habt ihr denn erwartet? Pass auf, ich schwimme am besten mal 10, 50 mit Hänger und komme dann schon mal zu dir runter, Johannes. Ne? Jo. Ja, und dann ruf ich jetzt. Mach mal was. Tu das! Gleich. Los. Eine Frage an. Und zwar, ich habe dir doch vor längerer Zeit mal gesagt, dass ich den Schweinehof gerne wieder übernehmen will. Ja. Der liegt ja momentan ist auch in Stadtsand. Hast du da eigentlich mittlerweile neue Info? Was meinst du? Ja, weil der immer noch der Stadt gehört und ich den ja gerne wieder übernehmen würde. Aber momentan wird er ja als Parkplatz noch. Das gehört ja der Stadt. Und da, ob du da mittlerweile neue Infos angeht. Nee. Bis jetzt nicht, ne? Okay. Ja, weil ich halt gerne mir kaufen würde, halt wieder, ne? Also zurück wollen. Damit wir da auch da ein bisschen die Tiere machen könnten. Weil da wir ja die Kartoffeln und Rüben machen, dann könnten wir ja auch die Schweine damit finden. Ja? Hm. Also um geht die mehr. Ja. Gut. Hey, wie gesagt, kannst du dich ja mal schlau machen, vielleicht kriegst du da ja gleich. Ja? Kann ich machen. Alles klar. Und ich weiß jetzt nicht, ob die da anfängt mit dem Sehen, weil noch habe ich den. Weil jetzt eben im Serum wieder abgebaut. Den da wollen wir den Baum getrennt. Ja. Oh. Ja. Okay. Bis Klärchen. Tschüss. Bis denn. Und so, meine Lieben. Wir machen uns aber jetzt mal noch runter zu. Alles? Mal gucken, was dann da. So, Johannes, ich habe jetzt mal mit Matthias gesprochen. Also er hat immer noch keine Info darüber bekommen. Aber gesagt, soll ich mal bitte jetzt da schlau machen. Ob er da was hinbekommt. Alles klar. Oh, guck mal gleich her, hier, dann mach ich einmal gleich her. Ja, du stehst gerade ein bisschen am Messer. Und wie sieht's aus? Guck was runter, hä? Ja. Frage ist. Damit die, dass ich freue, das wird dann die Strafe. Was? Für was? Ich das so von der Masse gerammt habe, wie geisteskrank. Ich habe ja mal eine Stunde drin geschlagen. Immer noch ein bisschen. Von Hummel, ne, das Ding da einfach. Ja. Das auf jeden Fall. Aber denkt, da gehen 43.000. Nein, ey. 42 Kopien da rein. Naja, man merkt, wir haben das Feld übernommen, ne? Hm, ja, das auf jeden Fall. Und das ist das. Jetzt muss ich aber noch mal gerade was. So, wir nehmen das weiter. Ja, springen. Immer die falsche Taste. Ätzend, ne? Tja. In 2 Wochen passiert dir das nie wieder. Ja gut, aber ich würde sagen, das war's dann auch. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, liken, teilen, nicht vergessen.
Und wir sehen uns. Dahin sage ich Tschüssikowski, Badinski. Tschüss.